Ja, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal ein kleines Testvideo zu dem Spiel Bike Rider 2 Deluxe Galaxy. Das ist ein Spiel von Spicysoft und das ist ein eShop-Spiel, welches am 9.07.2015 im deutschen eShop erscheint. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, was man hier so erleben kann. Das Spiel kostet, glaube ich, 1,99 oder 2,99 und ist halt so ein kleines Indie-Spiel und wir schauen mal, was es so zu bieten hat. Ja, das Ganze kann man dann hier natürlich starten und dann hat man hier den Modus Galaxy Tour. In diesem Modi gibt es verschiedene Runden, die man abschließen kann. Also hier haben wir Stage 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann gibt es noch ein paar, die ich noch nicht freigespielt habe. Also ich bin noch mittendrin. Und ja, ich zeige euch das Ganze mal. Man kann dann immer pro Runde, gibt es dann hier immer 5 Level ungefähr, indem man diese Medaillen auch einsammeln kann, um 3 Stück pro Runde zu sammeln. Ja, ich zeige euch einfach mal die erste Stage und so sieht das Ganze dann aus. Man ist hier so ein ganz kleines Pixel-Fahrradmännchen und der fährt dann ganz alleine von links nach rechts, so wie man das vielleicht kennt von, wie heißt das, Bit-Trip-Saga. Und mit der A-Taste hier kann man dann halt so springen und muss ausweichen, wenn dann mal was in dem Weg ist oder wenn ein Abgrund kommt und rüberspringen muss. Und ja, sammelt halt diese Medaillen nebenbei ein und hofft, dass man alle findet, bis man hier im Ziel landet. Ja, das habt ihr wahrscheinlich gerade auch schon gesehen, dass man einen Doppelsprung machen kann. Das seht ihr jetzt nochmal. Indem man die Taste einfach zweimal drückt, kann man dann zweimal springen. Und wenn man es rechtzeitig drückt, kann man sogar noch öfter springen. Oh, jetzt bin ich sogar dagegen gefahren. Ja, so ist das ganze Spiel erstmal aufgebaut. Und es gibt dann hier, wie gesagt, sehr viele Stages, die man nach und nach abschließen kann, die dann auch immer anders aussehen und eine andere Musik bieten. Diese hier finde ich übrigens, das ist ja die aktuellste, wo ich gerade bin. Da finde ich den Soundtrack echt cool. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt ein bisschen hören. Ja, da habe ich schon eine Medaille ausgelassen. Und da war auch schon ein Abgrund, ja. Habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Ja, wie ihr aber schon sehen könnt, es wird dann noch anspruchsvoller, schneller und etwas schwerer. Und es gibt dann auch noch Power-Ups und so weiter. Und versucht halt alles hier vollständig abzuschließen und bekommt halt immer diese Medaillen. Ja, es gibt diesen Modus und dann gibt es noch den Grand Prix. Und bei diesem Modi, was ich hier ganz cool finde, ist halt, dass es eine Online-Rangliste gibt. Also was der Hard-Modus hier ist, das heißt, dass du auf jeden Fall schon mal 10.000 Meter in diesem Modus erreichen musst, was ich jetzt noch nicht geschafft habe. Und das ist einfach, hier kannst du einen Hintergrund aussuchen, beziehungsweise auch die Hintergrundmusik. Und dann geht das einfach zufällig generiert die ganze Zeit einfach so weiter. Und ja, also ich kann hier alles erwarten. Ein paar Stacheln, wie man hier sehen kann, Wände im Weg oder Brücken, alles Mögliche. Und immer wenn man das neu startet, dann ist das einfach zufällig anders aufgebaut. Und man muss halt versuchen, so lange wie möglich durchzuhalten. Oben links steht dann immer die Anzahl, wie weit man schon ist. Jetzt habe ich hier zum Beispiel gerade so eine Rakete eingesammelt als Bonus und habe 600 Meter geschafft. Ja, das war nicht gerade sehr gut, aber ich habe 600 Meter geschafft. Ja, und wenn man dann irgendwann, wie gesagt, die 10.000 schafft, dann kann man das ja auch noch spielen. Was das genau jetzt ist, weiß ich nicht, aber das könnt ihr vielleicht selber herausfinden. Und dann gibt es noch die Rangliste, wie gesagt, ich verbinde mich mal eben schnell, um euch mal zu zeigen, auf welchem Rang ich mich aktuell befinde, wenn sich das dann verbunden hat. Ja, ich bin aktuell der Platz 57.339 und ja, habe 5.108 Meter mal geschafft, am 6.7. oder am 7.6., ne, am 6.7. Und ja, wie man sehen kann, um mich herum sind nur Japaner. Ja, liegt vielleicht daran, dass das Spiel ja erst morgen erscheint. Dann kann man hier noch gucken, welche Achievements und so weiter man schon geschafft hat. Und hier kann man auch noch extra Stages runterladen, wenn man denn möchte. Und ja, ich würde sagen, ich finde das Spiel eigentlich ganz nett. Und vor allen Dingen, wenn man, sage ich mal, eine lange Bahnfahrt hat und dann diesen Unendlich-Modus hier spielt, dann kann das schon eigentlich einen ziemlich gut beschäftigen. Und man versucht immer so weit zu kommen, wie man es gerade schafft und versucht, neue Rekorde zu brechen. Und ja, ich finde das Spiel eigentlich ziemlich cool und macht Spaß. In Japan gibt es davon übrigens auch schon den dritten Teil,
Bei uns ist jetzt halt dann erst der zweite hier jetzt erschienen. Ob der dritte auch noch zu uns kommt, weiß ich nicht, aber das werden wir eines Tages dann herausfinden. Und ja, wenn man so eine Kleingeschicklichkeitsspiele mag, dann ist das hier doch echt nett. Oh. Und da habe ich diesmal 800 Meter geschafft. Ja, das war's dann auch wieder mit diesem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt mal ein cooles Spiel gesehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, das war euer Bannermeister und viel Spaß mit Bike Rider Deluxe 2 Galaxy.